Ich darf Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ganz herzlich zum ersten AGES Online-Feldtag begrüßen. Zu Beginn habe ich noch ein paar Hinweise für Sie, damit Sie sich auch im Programm etwas leichter zurechtfinden. Wenn Sie mit der Maustaste nach unten gehen, erscheint für Sie ein schwarzer Balken mit mehreren Symbolen. Ganz links finden Sie das Symbol Audio und Video. Wir würden Sie bitten, während der gesamten Veranstaltung das Audio und das Video ausgeschalten zu lassen. So vermeiden wir zusätzliche Geräuschkulisse und können die Bandbreite auch für die Videos sparen, die wir Ihnen präsentieren möchten. Des Weiteren sehen Sie das Feld Teilnehmer und Chat. Wenn Sie diese anklicken, erscheinen diese auf Ihrem rechten Bildschirm. Sie sehen hier die Teilnehmer. Es kann sein, dass Sie nicht mit Ihrem Vor- und Nachnamen angemeldet sind. Dann bitten wir Sie, dies zu ändern. Und zwar, wenn Sie mit der Maus auf Ihren Namen klicken, erscheint ein blaues Feld mit Audio und mehr. Bitte klicken Sie hier auf mehr, dann sollte Umbenennen erscheinen und hier dann bitte auf Umbenennen klicken und Ihren Vornamen und Nachnamen eintragen. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir der Förderstelle auch die tatsächlichen Teilnehmer nachweisen sollten. Unsere Referenten stehen nach Ihrem Input für Fragen zur Verfügung. Wir bitten Sie, Ihre Fragen schriftlich an uns im Chat zu übermitteln. Da haben Sie hier unten die Möglichkeit. Prinzipiell ist die Voreinstellung, dass Sie Ihre Fragen an alle übermitteln. Wir möchten diese aber gerne sammeln. Wir bitten Sie daher, alle anzuklicken, dann macht sich ein Fenster auf und bitte aktivieren Sie hier AGES Akademie und versichern Sie sich, dass Sie die Fragen nur an AGES Akademie übermitteln, dann sind die Fragen nur für uns sichtbar und wir haben die alle in einem Chat beisammen und können sie dann im Anschluss an die Inputs unserer Referenten an diese stellen. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, Teilnehmer ohne Videos auszublenden. Dazu gehen Sie bitte an den oberen Rand Ihres Bildschirmes auf einen Teilnehmer ohne Video. Wenn Sie da drauf gehen, erscheint ein Feld, ein blaues Feld, blau hinterlegt mit drei weißen Punkten. Da bitte draufklicken, dann klappt sich ein Feld auf und hier können Sie dann Teilnehmer ohne Videos aktivieren. Wenn wir, so wie jetzt, teilen wir gerade diese Präsentation mit Ihnen. Wenn wir keinen Inhalt mit Ihnen teilen, sondern uns in der Diskussion befinden, dann sind für Sie die Personen dann sichtbar mit einem Video. Für die Diskussion empfehlen wir diese Einstellung. Da können Sie, wenn Sie rechts oben, wenn für Sie Sprecheransicht sichtbar ist, dann haben Sie hier beide Sprecher im Blick. Gut, dann darf ich auch schon starten. Was erwartet Sie heute? Ich darf kurz Ihnen unsere Referenten und das Programm vorstellen. Dazu bitte ich den ersten Referenten, Diplom-Ingenieur Clemens Flamm, kurz zu mir. Herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Clemens Flamm ist tätig in der Abteilung für nachhaltigen Ackerbau im Bereich Gruppe Getreide- und Sortenadministration und wird uns heute aktuelle Kenntnisse aus den Sortenversuchen für das Pannonikum präsentieren. Ein ganz wichtiges Thema war natürlich auch die Trockenheit. Weiters hat er auch zwei Versuche, nämlich zum einen einen Winterweizenversuch und einen Saatzeitversuch für Sie vorbereitet. Es gibt dann auch noch einen Input zum Thema Ertragssicherung bei Getreide durch Fungizide im Trockenanbau. Weitere Kulturen, auf die er eingehen wird, sind Winterdurum und Winterbraugerste. Zum Abschluss wird auch noch das Thema Herbstanbau von Sommergerste diskutiert. Und im Anschluss darf ich Ihnen noch kurz den AGES-Sortenfinder vorstellen. Wie bereits angesprochen, steht er im Anschluss ein paar Minuten für Ihre Fragen zur Verfügung, die Sie eben bitte schriftlich an uns und zwar im Chat an AGES Akademie übermitteln. Dann sage ich einstmal herzlichen Dank, Clemens Flamm. Gerne. Als nächsten Referenten für heute darf ich Ihnen Herrn Ingenieur Josef Riepel vorstellen. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott.
Herr Ingenieur Josef Riepel ist ebenfalls in der Abteilung für nachhaltigen Ackerbau zuständig, im Besonderen in der Gruppe Mais, Rübe, Öl, Eiweiß und Futterpflanzen. Und bei seinem Vortrag dreht sich heute alles um die Zuckerrübe, nämlich Sortenwahl mit Schwerpunkt Nematoden. Wie erkenne ich Nematoden und was tut sich, was sind die aktuellen Entwicklungen? Auch er wird im Anschluss für die Diskussion zur Verfügung stehen. Wie gesagt, Fragen bitte im Chat an AGES Akademie. Herzlichen Dank. Bis später. Als nächsten Referenten freuen wir uns, dass wir Herrn Diplom-Ingenieur Josef Söllinger aus Linz zuschalten dürfen. Guten Morgen und herzlich willkommen. Er ist tätig in der Abteilung Pflanzenschutzdienst, Saat- und Pflanzgutzertifizierung. Das Thema, das ihn beschäftigt, sind die Kartoffeln. Worum geht es beim heutigen Beitrag? Nämlich um aktuelle und zukünftige Herausforderungen, speziell im Hinblick auf Drahtwurm, witterungsbedingte Knollenmängel und Schäden und vektorübertragene Krankheiten. Auch er nimmt sich im Anschluss Zeit für eine kurze Diskussion. Herzlichen Dank. Danke. Abschließend darf ich Ihnen noch den Referent Dr. Georg Dersch vorstellen. Einen schönen guten Morgen. Herr Dr. Dersch ist in der Abteilung Bodengesundheit und Pflanzenernährung tätig und er wird Ihnen heute unterschiedliche Karten aus der E-Food vorstellen, nämlich die Karte zum Nitratrückhaltevermögen, nutzbare Feldkapazität und auch das Thema Erosion wird ein ganz wichtiges Thema in seinem Beitrag werden. Und auch im Schluss, wie bei allen anderen Referenten, wird er sich kurz Zeit nehmen für die Fragen. Herzlichen Dank. Danke. So, dann darf ich gleich an den ersten Referenten, Herrn Clemens Flamm, übergeben. Ich werde es mit Ihnen meinen Bildschirm teilen. Gut, ich hoffe, Sie sehen meine Präsentation. Noch einmal herzlich willkommen. Ich werde Ihnen über das Getreide und die aktuellen Erkenntnisse aus den Sortenversuchen im Pannonikum berichten. Das heurige Jahr war ja geprägt von der Trockenheit. Heute, wenn man beim Fenster hinausschaut oder in den letzten Tagen, war es Gott sei Dank nicht mehr so. Aber doch war in weiten Teilen des Jahres, also 3 Monate fast, was extrem trocken bei uns da im Trockengebiet. Und deswegen bringe ich gleich den ersten Film von der Versuchsstation Großnandorf. Ich starte den Film gleich. Wir sind jetzt hier auf der Versuchsstation in Großnandorf im Bezirk Hollerbrunn. Es ist eine von unseren 7 Versuchsstationen, die wir als AGES haben. Diese Versuchsstation Großnandorf ist die Referenzstation fürs Pannonikum, also fürs pannonische Trockengebiet. Wir haben hier auf der Versuchsstation 54 Versuche und insgesamt sind es 3000 Parzellen. Also wir haben hier vom Klima her einen Jahresniederschlag von 529 mm. Wir haben eine durchschnittliche Jahrestemperatur von 10,6 Grad und liegen auf einer Meereshöhe von 270 Meter ungefähr. Wir haben eigentlich im ganzen Weinviertel eine extreme Trockenheit gehabt. Eigentlich nicht nur im Weinviertel, das hat sich auf weite Teile Österreichs ausgestreckt. Wir haben bisher 105 mm Niederschlag hier auf der Versuchsstation messen können. Das ist, wenn wir das jetzt, was wir jetzt bis jetzt haben sollte, ist es nicht einmal die Hälfte. Also es fehlt enorm an Wasser und das merkt man natürlich in den Beständen. Je nach Kulturart ist es unterschiedlich. Bei den Winterkulturarten auf den besseren Böden, also wir haben da in Großnandorf schon teilweise recht gute Böden, tiefgründige Böden,
haben wir teilweise weniger Symptome, aber auf den schlechteren Böden merkt man sofort, dass es Probleme gibt. Man merkt schon im Bestand drinnen, also wenn man durch den Bestand durchschaut, also da jetzt bei dieser Sorte merkt man es nicht. Da schaut der Bestand eigentlich eh ganz passabel aus, aber sonst hat man einfach wesentlich weniger Ähren, als wie man es bräuchte für einen guten Ertrag. Die Pflanzen reagieren zum Beispiel, indem sie bei den Ähren die Spitzen nicht als Körner ausbilden. Also das nennt man dann Ährensterilität. Und das sieht man, wenn man so durch die Landschaft fährt, sieht man das eigentlich oft, dass einfach die Bestände so weiß sind. Das sind dann eben so wie da. Das ist, da oben sieht man ganz, ganz typisch die Symptome. Und das sieht man immer wieder. Also da sind einfach dann sind keine Körner drin. Und die Pflanzen an sich, wenn man die Pflanze anschaut und wenn man da im Vergleich jetzt die Pflanzen anschaut, die da neben mir jetzt wachsen, die sind ja von der Wuchshöhe schon nicht einmal die Hälfte. Also das ist einfach durch die Trockenheit bleibt der Bestand klein und bilden weniger Körner aus. Ein anderes Symptom ist zum Beispiel für Trockenstress ist Blattrollen. Da rollen sich dann die Blätter so ein und dadurch reduziert die Pflanze den Verlust an Wasser. Und das sieht man jetzt nicht, weil es hat jetzt im Mai hat es dann doch jetzt immer wieder geregnet, auch gerade gestern, also deswegen sogar die Gummihosen halt an. Es hat gestern 3 mm geregnet, aber 3 mm ist jetzt nur, dass der Bestand nass ist. Das geht nicht sehr tief hinein. Das ist, wenn man die Pflanzen ausreißt, so wie ich das getan habe, da ist innerhalb von nach 2 cm ist schon wieder alles trocken. Also es ist in den letzten Jahren schon gehäuft aufgetreten, dass wir immer wieder mit Trockenheit, besonders im Frühjahr, zu kämpfen haben. Und das tut einfach dann besonders den im Frühjahr gesäten Kulturarten weh, weil die dann möglicherweise schlecht nur aufgehen und dann noch weniger Wasser zur Verfügung haben, weil so ein Winterweizen hat ja über den ganzen Herbst und Winterzeit, dass er Wasser aufnimmt und dass er die Wurzeln ausbildet und in die Tiefe die Wurzeln hinunterstreckt und da vielleicht zu irgendwelchen Reserven dazukommt. Und die Sommerkulturarten können das nicht. Die haben viel kürzere Wurzeln nur und kommen schlechter zu Wasser und leiden deswegen auch stärker unter Trockenstress. Also wir haben jetzt schon auch im Rahmen des Klimafit-Projektes ist der Wunsch der Züchter an uns herangetragen worden, bei Weizen eine spezielle Prüfung zu machen, und zwar auf sehr frühe Sorten. Sehr frühe Sorten bedeutet sozusagen Sorten, die sehr früh Ährenschieben haben und auch natürlich dann deutlich früher die Reife, also auch früher zum Ernten sind. Und das ist sozusagen, es gibt ja verschiedene Strategien der Pflanze, um der Trockenheit zu begegnen. Das Blattrollen habe ich vorher erwähnt. Die Escape-Strategie wäre eine andere Strategie, und das wäre genau das eben, dass die Sorte früh ist. Das ist dann von Vorteil, wenn die Trockenheit so im Juni, Ende Mai, Juni, wenn da extreme Trockenheit ist, dann ist es fein, oder dann ist es für die Sorte von Vorteil, wenn sie bereits den Großteil der Entwicklung hinter sich hat. Und wir haben da am Standort, ein Stück weiter drüben, haben wir diesen Versuch, sehr frühe Sorten, den haben wir jetzt heuer das zweite Jahr. Und wir sind gespannt, was dann da herauskommt, ob wir da jetzt dann wirklich nach den 3 Jahren Wertprüfungsdauer, so wie es beim Weizen eben ist, dann auch Sorten, die rein in diesem Versuch stehen, zulassen können. Das Kriterium für diese Sorten ist, sie müssen früh sein und müssen aber schon auch ertragreich sein, weil das ist ja dann, weil nur die Frühe nützt ja dem Landwirt nichts, wenn dann der Ertrag miserabel ist. Also es wird in der Wertprüfung auf die Summe der Eigenschaften geschaut. So, Sie haben jetzt da einige, Sie haben den Versuch gesehen. Jetzt möchte ich gerade kurz auch auf die Sorten eingehen, die jetzt die wichtigsten Sorten derzeit sind, in unserem Trockengebiet.
Also Sie sehen da die Ertragsgrafik von Winterweizen, mehrjährig zusammengerechnet. Angeführt wird diese Grafik vom Activus, ist auf allen Böden der ertragreichste gewesen. Er hat zwar ein bisschen einen niedrigeren Proteingehalt, aber eben der Ertrag ist sehr gut. Er ist frühreif, mittelgut standfest, ist auch relativ gesund, also gegenüber Mehldau und Gelbrost. DDR-Blattdürre befällt ihn etwas stärker. Dann die Sorte Aurelius, der ein bisschen ähnlich ist, aber hat einen bisschen höheren Proteingehalt als wieder der Activus. Hat ein bisschen weniger Ertrag, aber ist auch ziemlich gut. Ist auch sehr gesund, gut standfest, mittelfrühreif. Gegenüber Ehrenfusarium ist ein bisschen schwächer, aber das ist zum Glück bei uns im Trockengebiet meistens ein geringeres Problem. Hat super ein sehr hohes Hektolitergewicht und auch eine gute Auswuchsfähigkeit. Den Lennox, der zwischen diesen beiden Sorten steht, der ist eine Besonderheit, weil er ein Wechselweizen ist. War jetzt in den Versuchen in den letzten Jahren meistens bei den besten Sorten dabei, also sehr ertragreich, auch auf allen Böden. Hat er aber nur eine mäßige Winterhärte. Das ist eben bei einem Wechselweizen immer so, dass da die Winterhärte ein bisschen leidet. Also wenn bei einem, der kann am ehesten abfrosten. Ist auch gut standfest, auch ziemlich gesund. Dann Messino ist der nächste in der Ertragsreihe, hat Probleme mit Braunrost und Gelbrost. Gegenüber Ehrenfusarium ist aber sehr gut, der ist mit 3 eingestuft, bringt auch gute Qualität, also Hektolitergewicht ist recht gut. Und es ist vom Typ her also sehr Kornzahl pro Ehre und 1000 Korngewicht betont. Also der muss jetzt nicht zu dicht stehen, um seinen Ertrag zu bringen. Midas, ein bisschen ähnlich wie der Messino, auch gegenüber Ehrenfusarium recht gut. Braunrost, Gelbrost, Septoretritici, DDR-Blattdürre ist er etwas schwächer. Der hat die Braunrostresistenz hat er verloren in den letzten Jahren. Sollte also da schon kontrolliert werden, ob eben Braunrost auftritt. Und dann ist er sicher für eine Fungizidbehandlung dankbar. Er ist auswuchsfest, auch ein Riesen. Ein sehr, sehr guter Pluspunkt für ihn. Die neue Sorte Monaco, frühreif, sehr standfest, auch auswuchsresistent, auch gegenüber Ehrenfusarium recht gut, aber auch ein Negativpunkt ist der Braunrost. Auch die weitere neue Sorte, 2018 ist der zugelassen, der Christoph, ist auch gegenüber Mehldau und Gelbrost gut, auch bei Braunrost ist er mit Note 6 eingestuft. So sollte auch kontrolliert werden. Bernstein ist eben allen bekannt, der eben auch seine, der hat ja vor ein paar Jahren hat er die Ertragsgrafik angeführt. Inzwischen führt er das nicht mehr an, weil der hat auch durch Braunrost sehr viel an Ertrag eingebüßt oder büßt er ein, wenn er nicht behandelt wird und wenn eben der Braunrost auftritt. Gegen Gelbrost ist er die beste Sorte. Also bei Gelbrost hat er eine hohe Resistenz. Und sein Riesenpluspunkt ist die Qualität. Der gehört in die Backqualitätsgruppe 8. Macht sehr schöne Semmeln. Dann haben wir den Emilio. Der punktet durch seine Winterhärte, ist frühreif, ist auch sehr gesund. Hat ein bisschen einen schlechteren Proteingehalt. Und deswegen haben wir da in allen Wertprüfungsversuchen eine Reihe gestartet und haben uns angeschaut, was bringt eine Spätgabe. Also wir haben da, also eine zusätzliche Spätgabe. Wir haben da 25 Kilogramm N als Spätgabe
gegeben, als zusätzliche Spätgabe, und haben das in 24 Versuchen in 3 Jahren durchgeführt, machen das heuer noch einmal und haben da gesehen, also die letzten 3 Jahre waren ja doch auch, so wie heuer, auch jetzt im Großteil der Vegetationsperiode relativ trocken. Und da hat diese Spätgabe im Mittel 0,5 Dezitonnen mehr Ertrag gebracht. Also ja, war zu erwarten, dass das nicht viel ist. Und der Proteingehalt ist über alle Versuche im Mittel nur um 0,1% gestiegen. Also das ist eigentlich nicht sehr viel. Ich habe mir auch angeschaut, in wie vielen Versuchen sind wir jetzt über die Qualitätsweizengrenze durch diese Spätgabe gekommen. Das war nur in einem Versuch der Fall. Also man merkt zwar einen Unterschied, aber eben nur relativ selten. Und in 3 Versuchen war es der Fall, dass wir über die Premium-Weizengrenze, also von 15%, gekommen sind. Das heißt sozusagen, die N-Spätgabe ist in Trockenjahren nur bedingt sinnvoll, diese zu erhöhen. Kurz noch zu den anderen Sorten. Also Energo, so eine ältere Sorte, ist recht ertragsstabil, auch 1000 Korn Gewicht betont, auch ein bisschen ein Problem mit Braunrost, ist mit 6 eingestuft, sonst aber recht eine gesunde Sorte gegenüber Meldau, Gelbrost und Ehrenfußheuern. Alessio punktet auch mit der Qualität. Gelbrost ist er weitgehend resistent und auch die anderen Krankheiten recht gut. Die alte Sorte Capo ist allen bekannt, muss ich nicht viel dazu sagen. Hat seine Bedeutung, hat immer noch eine große Bedeutung, besonders im Biolandbau. Lemenz, die sehr frühe Sorte, ist auf den schlechteren Böden, auf den geringeren Böden beliebt und der Arnolds punktet eben durch die hohe Qualität. Die Mahlweizensorten Siegfried und KWS Epilog haben wir auch hineingestellt. Die haben natürlich einen wesentlich höheren Ertrag, sind aber von der Qualität her natürlich auch schwächer, eignet sich aber als Ethanolweizen zum Beispiel. Darf ich Ihnen den nächsten Film zeigen? Zu einem anderen Thema, und zwar da geht es jetzt um die Saatzeit. Das ist ein Weizen. Wenn man das jetzt vergleicht mit den Ähren, die da rundherum stehen, denkt man sich, der ist vielleicht zu spät gesät oder was? Nein, der ist zu früh gesät. Der ist durch die frühe Saat von Virus befallen worden und der Virus hat bewirkt, das ist ein Weizenverzwergungsvirus, dass diese Pflanze klein geblieben ist, gelb wurde und auch wahrscheinlich keine oder nur sehr wenig Ähren ausbilden wird. Also da sieht man es, den Größenvergleich zum gleichen Zeitpunkt sozusagen aufgenommen. Hier mit Virus befallen und hier ohne Virus die Sorte ist bereits in der Blüte und ist ein enormer Unterschied und die bringt natürlich auch null Ertrag. Wir haben da ein Stück weiter hinten auf einem anderen Schlag einen Saatzeitversuch, wo wir jetzt schon jahrelang das durchführen, eine Prüfung zu unterschiedlichen Saatzeiten. Und da hat es ja schon gezeigt, da im Pannonikum muss man davor warnen, eine sehr frühe Saat durchzuführen. Sehr früh bedeutet Mitte September. Also Mitte September bis Ende September sollte man einen Weizen nicht anbauen, sonst hat man genau sowas. Und dann hat man, also im Summe der Jahre hat man dann 20% weniger Ertrag. Wir sind jetzt da in einem Saatzeitversuch. Wir machen das hier an diesem Standort schon über 20 Jahre. Der besteht aus 4 verschiedenen Saatzeiten. Die erste Saatzeit ist zwischen 10. September bis ungefähr 22. September. Die zweite Saatzeit ist Ende September bis Anfang Oktober. Die dritte Saatzeit ist rund um den 15. Oktober herum, sozusagen die Normalsaat.
Und die Spätsaat ist Anfang November, also Ende Oktober bis Anfang November. Was man jetzt hier sehr gut sieht, die extreme Frühsaat ist da im Trockengebiet äußerst gefährlich. Man sieht es am Bestand, es stehen da nicht einmal die Hälfte der Ähren, die dastehen sollte. Es steht ein Zehntel vielleicht der Ähren, die dastehen sollte. Und viele Pflanzen, die jetzt noch da sind, sind verzwergt und gelb. Warum sind sie das? Das ist durch Virus. Das ist der Weizenverzwergungsvirus, kann aber auch der Gerstenverzwergungsvirus sein. Es gibt drei verschiedene Viren, die eben da den Weizen befallen können. Treten meistens ziemlich vergesellschaftet auf. Bewirken auf jeden Fall, dass die Pflanzen klein bleiben und keine oder sehr wenige Ähren ausbilden. Diese Viren werden über Vektoren übertragen. Die Vektoren sind Blattläuse oder Zikaden. Und die Blattläuse fliegen einfach her, befallen diese früh gesäten Pflanzen und geben den Virus in die Pflanzen ab. Und der Virus bewirkt dann, dass die eben eigentlich absterben. Wenn ein Bestand in einem Feld so ausschaut, dann kann man eigentlich nur mehr umbrechen. Bringt eigentlich fast keinen Ertrag mehr. Also die Pflanzen, die halt noch übrig sind. Aber wenn alles so wäre wie da, ist eigentlich so gut wie kein Ertrag. Also die erste Saatzeit, die bringt sicher weniger, also ungefähr im Durchschnitt der Jahre 36% weniger Ertrag als wie die Normalsaat. Da bin ich jetzt bei der Frühsaat, also nicht mehr extrem früh, sondern Frühsaat, wieder diese drei Säulen. Jeweils drei unterschiedliche Sorten, der Bernstein, Energo und Midas. Wenn ich jetzt da in den Bestand hineinschaue, das schaut so recht passabel aus. Also im heurigen Jahr hat es ganz gut funktioniert, die Frühsaat. Also das heißt um den Anfang Oktober herum, und das sind dann die Normalsaat und die Spätsaat, und die schauen auch vom Bestand her ganz passabel aus und bringen sicher guten Ertrag. Im Durchschnitt der Jahre hat so diese Frühsaat ungefähr 10% weniger Ertrag gebracht als wie die Normalsaat. Heuer, nehme ich jetzt an, wird es ungefähr ähnlich sein als wie die Normalsaat. Die Spätsaat, die fällt dann wieder gegenüber der Normalsaat wieder ungefähr 10% ab. Man merkt, es stehen deutlich weniger Ähren pro Quadratmeter als wie jetzt im Vergleich zur Normalsaat. Also das ist vielleicht kurz zur Erklärung, auch das letzte Bild, was Sie da gesehen haben, das war ein Bild aus der Spätsaat. Also, ja. Hier sehen Sie noch die Tabelle, wo Sie genau die Zahlen dann jetzt sehen, die ich Ihnen im Video erklärt habe. Jetzt komme ich schon wieder zum nächsten Film, ist nur ein kurzer in dem Fall. Wenn man es da hineinschaut in den Bestand, man sieht, er ist relativ gesund. Also es sind eigentlich überhaupt keine Krankheiten da. Es kommt auf meinen, wenn man bei den anderen schaut, vielleicht ein bisschen Mehl da, aber sonst ist es eigentlich derzeit bei Weizen keine Krankheit. Und das ist da bei uns im Osten von Österreich ist es oft so, dass der Weizen relativ gesund ist, wenn es nicht gerade ein Rost kommt. Also es gibt schon Rostjahre, also letztes Jahr zum Beispiel und vorletztes Jahr haben wir Probleme mit Braunrost gehabt, aber da gibt es deutliche Sortenunterschiede, wo dann eben die Sorten den Vorteil haben, wenn sie eben resistent sind oder wenig anfällig, dass sie dann eben von dem Pilz nicht befallen werden. Und was bewirkt es dann, wenn man eben so gesunde Bestände hat? Im Weinviertel hauptsächlich, also nördliches Weinviertel. Sie sehen da die Grafik.
die Fungizideffekte oder beziehungsweise die Ertragssicherung durch Fungizide. Wir haben das auch schon jetzt jahrelang durchgeführt. Ich habe Ihnen da in dieser Grafik die Jahre 2014 bis 2019 da verschiedene Standorte aufgezeigt. Wenn wir da das nördliche Weinviertel uns anschauen, diese Balken, die nach oben, hauptsächlich nach oben gehen, ist die Ertragssicherung in Dezitonnen pro Hektar durch die Fungizide. Also wir haben da Carboxamid-Kombinationen durchgeführt, beziehungsweise Azole. Wir haben Kosten eingesetzt für die Ausbringung 25 Euro. Produktpreis haben wir angenommen von zwischen 135 bis 165 Euro. Deswegen sehen Sie da eine Wirtschaftlichkeitsschwelle von eben so einem dicken grünen Balken. Die ist da eben eingezeichnet und Sie sehen, es sind die wenigsten Balken über diese Wirtschaftlichkeitsschwelle drüber. Das heißt sozusagen, bei uns da im Weinviertel ist es sehr oft nicht wirtschaftlich, Fungizide durchzuführen, wenn nicht gerade eine zum Beispiel Gelbrostepidemie ist und eine anfällige Sorte ist. Also empfiehlt sich schon, einfach die Bestände zu kontrollieren und genau zu wissen, wie anfällig ist meine Sorte. Anders schaut es aus im Wiener Becken. Dort haben wir auf den Versuchen manchmal auch vielleicht nicht ganz die günstigste Fruchtfolge, aber bewusst so, dass wir wollen die verschiedenen die verschiedene Praxis auch abbilden. Und noch einmal anders schaut es dann natürlich im Alpenvorland aus. Hier sehen Sie ein Blatt vom Winterdurum. Bei Winterdurum ist es auch ganz anders jetzt im Vergleich zum Weizen. Wenn man jetzt durch die Gegend fährt und Winterdurum sieht, der nicht behandelt wurde, sind meiner Meinung nach wahrscheinlich alle Bestände ziemlich befallen mit Mehldau. Dort zahlt sich eine Fungizidbehandlung auf jeden Fall aus. Das ist zum Empfehlen, dass man eben diesen massiven Mehldau-Druck entgegenwirkt. Hier sehen Sie die verschiedenen Sorten. Sambadur wär zum Beispiel eine Sorte, die ein bisschen weniger gegenüber Mehldau anfällig ist, aber doch noch immer sehr anfällig. Also sie ist mit Note 7 eingestuft, die anderen mit Note 8. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Winterbraugerste. Sie sehen da rechts im Bild Winterbraugerstenversuch. In dem Fall in Mistelbach aufgenommen. Sie sehen die Ertragsgrafik, wo ich die Braugersten, die wir in den letzten Jahren in Versuchen gehabt haben, hineingestellt habe. Die ertragreichste ist die Sorte Debbie. Die wird aber erst in die Großbrauversuche von dieser Ernte gestellt. Also da, ob die dann für die Praxis zur Verfügung steht, das wird sich erst zeigen, ob sie von der Industrie auch angenommen wird. Die wichtigsten Sorten bisher sind die KWS Donau, die Monroe und die KWS Kala. Die KWS Kala ist schon etwas älter. In diesen drei Sorten führt die KWS Donau die Ertragsgrafik an, sowohl im Gesamtertrag als auch im Vollgerstenertrag. Axioma hat eine untergeordnete Bedeutung und die Sorte Wanda wird auch im nächsten Jahr in die Großbrauversuche gestellt. KWS Cherry, die ist auch eine neue Sorte, die kommt auch erst in die Großbrauversuche. Also rechts im Bild sehen Sie die KWS Cherry, die erkennt man recht gut. Sie ist etwas rötlicher, man sieht es schön an der Färbung. Jetzt zeige ich Ihnen wieder den nächsten Film. Wir stehen da in einem Sommergerstenversuch, der im Herbst angebaut wurde. Der Großteil der Sorten, nämlich alle links neben mir, sind alle Sommergerstensorten. Die würden bei einem
extremen Wind oder bei einem Frost mit minus 15 Grad und ohne Schneedecke würden die abfrieren. Und rechts neben mir sind Winterbraugersten, die mit am gleichen Zeitpunkt angebaut wurden. Einfach als Vergleich, um tatsächlich jetzt einmal zu vergleichen, einerseits die Eigenschaften und natürlich auch, man weiß dann, wie stark war der Winter, weil die frieren sicher nicht ab oder da ist sehr unwahrscheinlich, dass sie abfrieren und bei denen ist sehr wahrscheinlich, dass sie abfrieren. Also heuer hat es funktioniert, manchmal wird es abfrieren. Also jetzt war schon länger kein starker Winter mehr. Man kann schon sagen, man sollte nicht zu lang warten mit dem Anbau der Sommergerste im Herbst, weil sonst habe ich auch im Frühjahr dann keinen ordentlichen Bestand und habe dann sicher auch deutlich weniger Ertrag. Die Theorie sagt, man soll es möglichst spät anbauen, um wenig Frost zu haben, um wenig Frostschaden zu haben. Ob das tatsächlich in der Praxis so ist, es wird sich natürlich im Laufe der Zeit erst zeigen, aber ich empfehle, dass man nicht zu spät anbaut und eher, dass man sich an den Weizen haltet, an den Anbauzeitpunkt des Weizens. Ich glaube, so wird man ganz gut fahren. Noch kurz zu den Sommergerstensorten. Die Ertragsgrafik wird angeführt von der RGD Planet, gefolgt dann von Avus, Elinor, Esma, Elektra, Laureate, Regency und Zerbinetta, die heuer zum letzten Mal in der Praxis verwendet wird. Kurz zu den Qualitäten noch der Braugersten. Sie sehen im rechten Teil jene, die im rechten unteren Teil jene, die einen hohen Vollgerstenanteil haben, also das ist Elektra, Laureate, Regency und Avus, und auch einen niedrigen Proteingehalt. Links, die sind nicht ganz so mit einem hohen Vollgerstenanteil. Ja. Und Sie sehen in dieser Grafik auch einige Futtergerstensorten als Vergleich. Ich habe jetzt in dieser kurzen Zeit leider nicht viele Ergebnisse bringen können. Sie sind aber gerne eingeladen, weitere Ergebnisse sich anzuschauen. Sie finden das in den unterschiedlichsten Kanälen, also unter www.agis.at finden Sie was. Sie finden auch im interaktiven Tool, dem Sortenfinder, wo Sie selber die Sorten filtern können. Also Sie gehen erst über die Kulturart hinein, dann filtern Sie die Eigenschaften. Sie verbinden vorher noch die Tabellen, die in der beschreibenden Sortenliste drin sind und kommen dann zu einer sehr kleinen Liste, die genau dann für Ihre Bedürfnisse passt. Die beschreibende Sortenliste ist bereits erschienen, ist druckfrisch sozusagen erhältlich. Sie finden das Ganze auch online auf bsl-gv.at und jährlich erscheint auch im Jänner die österreichische beschreibende Sortenliste der Auszug in kurzer Form für den Anbau. Ich bin damit jetzt am Ende meines Vortrages angelangt und stehe gerne für Fragen bereit. Ja, herzlichen Dank, Clemens, für deinen Beitrag. Ich darf mich auch wieder dazuschalten. Für Sie, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, gibt es jetzt die Möglichkeit, Fragen an unseren Referenten zu stellen. Bitte dazu im Chat an AGES Akademie. Genau. Eine Frage hat uns schon erreicht, und zwar können die weißen Ehrenspitzen zusätzlich durch einen Tripsbefall forciert worden sein? Also Tripsbefall wirkt eigentlich anders. Da stirbt die gesamte Ähre ab. Also da ist dann nicht nur die Spitzen, sondern da ist dann die ganze Ähre weiß. Das glaube ich eher, also es kann dann natürlich in einem Schlag beides vorkommen, das schon. Aber jetzt pro Ähre
ist es eigentlich nicht anzunehmen. Danke sehr. Dann noch eine weitere Frage, und zwar gibt es in der beschreibenden Sortenliste eine Beschreibung für die Frühsaat- oder Spätsaattauglichkeit? Na, das gibt es nicht. Das wäre, sowas kann niemand testen, sozusagen in einem, weil das, was ich Ihnen gezeigt habe, das ist ja ein Split-Plot-Versuch gewesen, wo die unterschiedlichen Saatzeiten an unterschiedlichen Terminen mit halt in dem Fall 3 Sorten durchgeführt wurden. Und wenn man das aufblasst auf 30 Sorten, das wäre undurchführbar und das kann niemand durchführen. Ich nehme aber auch an, es gibt sehr geringe Unterschiede zwischen den Sorten und es ist höchstens vielleicht einzelne Sorten, so wie den Lennox habe ich kurz erwähnt, der ein Wechselweizen ist. Der reagiert natürlich ein bisschen anders. Den kann man länger sehen, den kann man ja auch im Frühjahr noch sehen. Der benötigt keine Vernalisation. Aber die anderen dürften ziemlich ähnlich sein. Okay, Dankeschön. So, ich sehe jetzt im Moment, wir haben keine weiteren Fragen mehr erhalten. Dann sage ich herzlichen Dank, Clemens Flamm, für deinen Beitrag. Und ich darf gleich übergeben an den nächsten Referenten, den Herrn Ingenieur Rippel. Ja, liebe Bernadette, vielen Dank für deine nette Einleitung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen einige Informationen zu Zucker rübergeben. Ich werde jetzt mit der Präsentation starten. So, zu Zuckerrübe. Wir haben da ein Video vorbereitet, mit dem ich jetzt beginnen möchte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich vom Videodreh zum Online-Feldtag in Großnonndorf. Leider ist es in Ihrer Region nicht möglich gewesen, dass wir uns Versuche ansehen, da zum einen die Versuche durch Rüsselkäfer vernichtet worden sind, beziehungsweise zum anderen durch die große Trockenheit in unterschiedlichen Wellen aufgegangen sind oder noch so klein sind, dass wir sie nicht präsentieren dürfen. Ich möchte Ihnen daher hier aus dem Standort Eckartshau im Machfeld einige interessante Informationen zu der Zuckerrübenwertprüfung geben. Gott sei Dank war es so, dass wir hier nur eine Befallswelle gehabt haben vom Rüsselkäfer und dass der herübere Feldteil hier nicht nachgebaut werden musste und wir unseren Versuch erhalten konnten und der in der vergangenen Woche Blattschluss gehabt hat. Einige generelle Worte zur Zuckerrübenwertprüfung. Sie wird über das Rübenbaugebiet verteilt bei Versuchslandwirten, auf deren Praxisschläge durchgeführt. Die Prüfdauer dauert 3 Jahre. Wobei nach jedem Jahr analysiert wird, ob eine Sorte eine gute Leistung bringt oder nicht. Sollte eine Sorte nicht entsprechen, wird sie durch eine neue Sorte ersetzt, die wieder mit der Prüfung beginnt. Nach 3-jähriger Prüfung und einer positiven Bewertung wird die Sorte dann in die österreichische beschreibende Sortenliste aufgenommen. Das bedeutet, dass das Saatgut in Österreich gehandelt werden kann und dass der Landwirt diese Sorte anbauen kann. Aktuell sind in Österreich 53 Zuckerrübensorten gelistet. Sie können sich über die einzelnen Merkmale bei der Zuckerrübe, über die Merkmalsausprägung in der beschreibenden Sortenliste informieren. Diese ist im Internet abrufbar. Um Großnonndorf herum sind Nematoden ebenfalls ein Thema.
schon 100 bis 150 Eier und Larven je 100 Milliliter Boden führen zu Ertrags- und damit zu Einkommensverlusten. Daher wurden von den Züchtern nematodentolerante Sorten gezüchtet, die trotz Befall leistungsstark bleiben. Typisch für Nematoden ist, dass man, wenn man eine Rübe aus dem Boden ausreißt, dass man hier so weiße, stecknadelkopfgroße weiße Zysten sieht, die die Nematoden enthalten. Weiters ist es so, dass die Rübe nicht wirklich wüchsig ist, beziehungsweise auch unter optimalen Bedingungen, dass die Rübe in der Regel so nesterweise ins Schlafen beginnt, das heißt die Blätter schlaff werden. Nicht nur Zuckerrüben fördern Nematoden, sondern auch Gänsefußgewächse, Kreuzblütler und Kohlgewächse. Speziell Ackersenf und Raps sind hier hervorzuheben. Beim Raps speziell der Aufwuchsraps nach der Ernte, wo man zusätzlich noch hohe Temperaturen hat. Hier kann es sein, dass ein Entwicklungszyklus innerhalb von 14 Tagen abgeschlossen ist. Also der Schaden, den die Nematoden verursachen, ist in erster Linie ein Ertragsschaden und kein Qualitätsschaden. Die toleranten Sorten bringen eine nur geringfügig schwächere Leistung auf Standorten ohne Nematoden gegenüber den herkömmlichen Sorten. Aber unter Nematodenbefall sind sie diesen um bis über 40% im Ertrag überlegen. Und daher sollte auf Flächen, wo man Probleme mit Nematoden hat, unbedingt auf eine tolerante Sorte zurückgegriffen werden. Falls Sie Ihr Feld untersuchen möchten, ob Nematoden vorhanden sind, können Sie dies gerne in der AGES machen. Es gibt dazu im Internet ein Merkblatt, das Sie sich herunterladen können, oder Sie können auch unter der Telefonnummer 050 555 eine Kollegin oder einen Kollegen verlangen, der Ihnen erklärt, worauf Sie bei der Erdprobe zu achten haben. Wird festgestellt, dass Sie Nematoden in Ihren Feldern haben, dann werden Sie damit leben müssen. Man kann nur versuchen, dass wir die Nematoden über die Fruchtfolge reduzieren können, zum Beispiel mit einem Getreide- oder Maisanteil, oder dass man sie über Begrünungsvarianten, wo man sogenannte resistente Senf- oder Ölrettichsorten mit einbaut, diese Nematoden aktiv reduziert. Und natürlich ganz wichtig, verwenden Sie nematodentolerante Zuckerrübensorten. Eine Sorte im Versuch sind jeweils drei Reihen und dann kommt die nächste Sorte. Die ersten beiden Sorten sind anfällige Vergleichssorten, die wir für die Auswertung benötigen. Und hier die dritte Sorte ist die Sorte Marino. Marino ist eine Sorte, die weniger anfällig gegenüber Cercospora ist und ebenfalls unter Nematodenbefall eine sehr gute Leistung bringt. Die zweite Sorte, die in Österreich sich im Anbau befindet, ist die Sorte Amadeus. Diese sehen wir hier, diese drei Reihen. Die Sorte ist etwas ertragsreicher, gegenüber Cercospora mittelanfällig, hat einen sehr kräftigen Blattwuchs und was typisch ist, ein etwas helleres Blatt. Und hier haben wir einen Prüfstamm, der heuer im dritten Prüfjahr ist, das heißt, der im Herbst zur Vorlage heransteht. Es ist dies eine Sorte, die auch leistungsstark ist, ist aber etwas Cercospora-empfindlicher und typisch für diese Sorte ein eher aufrechter Blattwuchs.
Ja, so viel zum Video. Folgend sehen Sie hier nochmals die Zystner, die ich erwähnt habe, die sich an den feinen Wurzeln bilden und die eben typisch für Nematoden sind. Von der Leistung her habe ich es schon angesprochen. Wenn wir uns die Leistung ansehen auf Standorten ohne Nematodenbefall, dann sehen wir, dass die Sorte Amadeus im Bereich der herkömmlichen Sorten Inge und Vandana liegt. Die Leistung der zweiten nematodentoleranten Sorte, die wir im Anbau haben, Marino, ist ungefähr 4-5% unter diesen herkömmlichen Sorten zurück. Man sieht auch hier auf der linken Seite sehr schön, dass die Sorte Amadeus Marino im bereinigten Zuckergehalt eben etwas niedriger sind als wie die Vergleichssorten, dass sie aber in ihrer Leistung eben in diesem Bereich liegen. Schauen wir uns dann die Ergebnisdarstellung auf Standorten mit Nematoden an, dann sehen wir, dass eben Amadeus Marino ihre Leistung erhalten, dass auf der anderen Seite die herkömmlichen, die anfälligen Sorten wie eben Inge oder Vandana KWS in ihrer Leistung deutlich abfallen und damit in den mehrjährigen Versuchsergebnissen um knapp 40% zurückfallen. Man sieht das auch in der linken Grafik sehr schön, dass sich im Zuckergehalt eigentlich wenig ändert. Das heißt, da ist der Abstand zu den Vergleichssorten in etwa gleich, aber im Ertrag rutschen diese anfälligen Sorten sehr stark nach hinten. Auch schon angesprochen zum Thema Cercospora, hier nochmals die Merkmalsausprägung der einzelnen Sorten. Im Bereich der Nematodensorten wäre die Sorte Marina mit Einstufung 4 und Amadeus mit einer Ausprägungsstufe 5 eingestuft. Kardamom, ebenfalls eine nematodentolerante Sorte, ist schon eine etwas ältere Sorte, ist gegenüber Cercospora etwas anfälliger und aktuell nicht mehr im Anbau vertreten. Damit kommen wir zum nächsten Video, das ich Ihnen zeigen möchte. So, wir befinden uns hier am Standort Engelhard Stettner, ebenfalls im Machfeld. Das ist heuer unsere größte Versuchsanlage mit unterschiedlichen Prüfungsfragen. Hier möchte ich Ihnen die Serie mit zur ALS-Prüfung präsentieren, wo wir heuer neu Sorten, die ALS-tolerant sind, in die Prüfung mit aufgenommen haben. Das bedeutet, dass diese Sorten gegen das Mittel Conviso One verträglich sind. Das ist ein Sulfonylharnstoff und der bei diesen Sorten eingesetzt werden kann. Das wäre zum Beispiel eine Alternative, wenn das Mittel Betanal komplett verboten wird, dass wir dann mit diesem Mittel ein Basisherbizid hätten, um die Rüben zu behandeln. Hier auf diesem Standort wird mit herkömmlichen Herbiziden behandelt, damit wir die Prüfsorten bzw. eine eingetragene Sorte, die ich Ihnen später noch zeigen möchte, im Vergleich haben mit herkömmlichen Praxissorten. Die Parzelle besteht wieder aus drei Reihen. Ich werde auf die hintere Seite gehen. Hier die erste Parzelle ist eine Praxissorte, die Sorte Inge als Vergleichssorte. Als nächstes haben wir hier die Sorte Vandana KWS, ebenfalls eine Praxissorte als Vergleichssorte. Und hier neu die Sorte Smart Bellamia KWS. Dies ist die erste eingetragene ALS-tolerante Zuckerrübensorte.
Und weiters haben wir hier 5 Prüfstämme, die wir heuer erstmalig uns ansehen werden in der Zuckerrübenwertprüfung. Prüfstämme heißt, dass diese Sorten noch nicht zugelassen sind, sondern dass diese Sorten sich erst in der Prüfung befinden und heuer eben im ersten Prüfjahr. Das heißt, diese Sorten müssen 3 Jahre geprüft werden, dass wir sie in Österreich eintragen können. Hier haben wir nun einen Projektversuch der Kollegin Wechselberger, wo die unterschiedlichen Insektizidvarianten in der Bille geprüft werden. Wir haben hier 3 Varianten. Jede Parzelle ist 6 Reihen breit. Und die Varianten sind, die erste Variante hier wäre eine Bio-Variante, eine Bio-Bille. Die zweite Variante daneben wäre eine Forstbille. Und die dritte Variante am Ende wäre eine Neonix-Bille. Ja, hier sieht man eigentlich sehr deutlich, dass diese Neonix-Bille einen vollständigen Bestand gebracht hat, wogegen die Forstbille bzw. die Bio-Bille deutliche Bestandeslücken aufweisen. Weiter sieht man sehr augenscheinlich, dass die Pflanzen auch in ihrer Entwicklung zurückbleiben gegenüber der Bilierung mit Neonix. Ein weiteres Thema, was für Ihre Region in den letzten Jahren auch noch immer wichtiger war, ist der Erhalt der Bodenfeuchte, speziell zum Anbau. Hier wäre es wichtig, dass wir Bodenbearbeitungen oder Überfahrten so viele wie möglich in den Herbst oder Winter vorverlegen können und vor dem Zuckerrübenanbau maximal nur mehr eine Bodenbearbeitung unmittelbar vor Anbau durchführen zu müssen. Weiters wäre zum Überlegen, den Anbautermin nach vor zu verlegen für rund eine Woche oder so. Und dabei wäre es auch wichtig, bei der Begrünung Möglichkeiten zu schaffen, dass man den Begrünungsumbruch schon etwas früher durchführen könnte. Soweit zu den Zuckerrübenversuchen. Ich weiß, dass die Zuckerrübe momentan einen schweren Stand hat. Aber Sie können versichert sein, dass alles für die Zuckerrübe getan wird. Zum einen von den Züchtern mit neuen innovativen Sorten, zum weiteren von der Agrana, dem ARIC sowie der Rübensamenzucht mit attraktiven Preismodellen und diversen Projekten, zum Beispiel zur Bekämpfung des Rübenderbrüßlers, von den Rübenbauern als ihre Interessensvertretung, die sich in Gremien und bei Projekten entsprechend einbringen und nicht zuletzt auch von der AGES im Rahmen der Wertprüfung und auch mit Projekten zur Förderung der Zuckerrübe in Österreich. Ja, so viel zu den Videos. Was ich noch anfügen möchte, das ist bei dem Insektizidversuch in der Bille war der Schaden durch Erdfloh verursacht. Das heißt, auch eine Forstbille hilft Ihnen hier nicht, wenn Sie Erdflohbefall haben. Und man hat auch sehr schön gesehen, es ist das ganze Feld eigentlich mit Neonix-Bille gebaut worden und nur einige Parzellen waren Biobille und Forstbille und der Befall durch Erdflöhe war dort auf dem Feld so groß, dass eben auch diese Parzellen befallen worden sind, die mitten im Feld liegen und hier den entsprechenden Schaden verursacht haben. Zum einen, dass ganze Pflanzen eben ausgefallen sind und zum anderen, dass die Entwicklung gegenüber einer Bille, die mit Neonix geschützt wurde, augenscheinlich deutlich zurückliegt. So viel zu meinem Vortrag. Herzlichen Dank und ich stehe für Anfragen gerne zur Verfügung.
Ja, ich sage herzlichen Dank, Josef Rippel, für deinen Beitrag und darf dich auch wieder zur Diskussion bitten. Für Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, jetzt die Möglichkeiten im Chat an AGES Akademie, die Fragen an Josef zu stellen. Vielleicht auch noch zur Information. Sie sehen während dem Teilen der Präsentationen immer wieder vor, nach den Videos so graue Felder. Das ist lässt sich leider nicht verhindern. Das ist deshalb, weil unsere Referenten ganz fleißig für Sie die Videooptimierung ein- und ausschalten. Genau so. Es hat uns jetzt auch schon eine Frage erreicht, und zwar, wann soll Winterweizen gegen Mehltau behandelt werden? Soll eine Behandlung auch erfolgen, wenn der Mehltau beim Ehrenschieben nur die untere Pflanzenhälfte befallen hat und die Oberteile noch befallsfrei sind? Also diese Frage möchte ich an einen Kollegen Flamm weitergeben zum Getreide. Wenn uns der Kollege Flamm, wenn er sich vielleicht gleich dazu schalten kann und das Mikro gleich auch einschalten, und dann würden wir die Frage gleich weitergeben an den Clemens Flamm. Also wir haben in den Behandlungsversuchen, in den Fungizidversuchen, wo ich Ihnen Ergebnisse gebracht habe, auch in den letzten Jahren Varianten drinnen gehabt, wo wir eine Mehldauerbehandlung durchgeführt haben. Diese Mehldauerbehandlung haben wir deutlich früher durchgeführt, als wie die Behandlungen, die ich Ihnen gezeigt habe. Also die haben wir schon während des Schossens durchgeführt, also ungefähr Stadium 32, Stadium 33. Es hat sich gezeigt, diese Mehldauerbehandlung hat zwar einen minimalen Effekt über die Jahre gebracht, also im Durchschnitt 0,1 Dezitonnen oder 0,15, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es ist bei Weitem nicht wirtschaftlich. Also jetzt rein eine Mehldauerbehandlung während des Schossens bei Weizen durchzuführen, ist nicht sehr sinnvoll. Also das ist, wenn, dann muss das irgendwie mitgehen mit der Behandlung dann kurz vor dem Ehrenschieben, aber jetzt rein Mehldau ist nicht sinnvoll, außer man ist in einer wirklichen Staulage, wo man weiß, da ist immer Mehldau. Also da natürlich, es kann natürlich Lagen geben, irgendwelche Aulagen, wo eben die Mehldauerbehandlung dann sinnvoll ist. Aber für die größeren Teile im Osten von Österreich ist es nicht sinnvoll. Herzlichen Dank, Clemens, dass du dich noch kurz dazugeschalten hast, damit wir auch alle Fragen unserer Teilnehmer beantworten können. Zurück zur Zuckerrübe. Zeigt die derzeitige Neonic-Beize der Rübenpille überhaupt eine Wirkung gegen den Rübenderbrüssler? Sie zeigt eine Wirkung gegen den Rübenderbrüssler. Das Problem ist nur, speziell im Gebiet Großnondorf, wo wir heuer auch mit einer sehr großen Trockenheit zu kämpfen gehabt haben und bei diesen Massenauftreten von Rüsselkäfer ist die Wirkung natürlich viel zu gering. Und daher darf man sich von dieser Pille hier keine Wunderwirken erwarten. Das Problem ist generell, dass wir zur Bekämpfung des Derbrüsslers nur einzelne Mosaiksteine haben, wie zum Beispiel Pheromonfallen, die halt die Landwirte aufstellen und betreuen, damit sie ihre Bestände schützen. Die zeigen eigentlich gute Wirkung, dass man hier einen sehr guten Fangerfolg hat mit diesen Fallen. Aber man kann die Käfer auch nicht generell hier alle wegfangen. Das zweite Problem, was wir heuer gehabt haben, wie schon erwähnt, die Trockenheit, hat dazu geführt, dass bereits zum Anbau der Käfer schon geflogen ist. Der Käfer braucht ungefähr 20, 22 Grad Celsius, damit er nicht mehr zum Rübenfeld zukrabbelt, sondern bereits flugfähig ist und sich dadurch dann am ganzen Rübenfeld verteilen kann, was ein weiteres Problem war.
Ich muss ehrlich sagen, gerade im Bereich Groß-Nondorf war die Problematik Rüsselkäfer sehr groß. Und ich kann eigentlich nur den Hut ziehen vor allen Landwirten, die hier versucht haben, den Rüsselkäfer zu bekämpfen, die Zugrübe vor Schaden zu bewahren, was halt in vielen Fällen nicht möglich ist. Zur Rüsselkäferproblematik sind einige Projekte am Laufen, wo wir auch involviert sind, wo auch die Landwirtschaftskammern involviert sind und wo auch das ARIG mitarbeitet und hier federführend der Diplom-Ingenieur Eigner die Koordination innehat. Aber insgesamt ist der Rüsselkäfer ein sehr großes Problem, vor dem wir momentan stehen. Vor allem bräuchten wir einmal ein nasses und kaltes Frühjahr, damit der Käfer halt von der Natur her etwas bekämpft werden könnte. Man hat es ja im ersten Video gesehen in Eckartsau, wo wir ebenfalls mit Rüsselkäferbefall zu kämpfen gehabt haben, wo aber der Druck nicht so hoch war und nur ein Teil des Feldes nachgebaut werden musste. Herzlichen Dank, Josef. Es sind jetzt keine weiteren Fragen mehr gekommen. Dann sage ich danke für deinen Beitrag und darf an den nächsten Kollegen übergeben, den Herrn Diplom-Ingenieur Josef Söllinger, der seinen Input zu den Kartoffeln mit Ihnen teilen wird. Danke, Bernadette. Wir kommen zum Themenschwerpunkt Kartoffel. Ich darf jetzt meine Präsentation mit Ihnen teilen. Und auch ich möchte gleich starten, nachdem Sie sich heute auf einem virtuellen Feldtag befinden, darf ich zu Beginn die Aufnahmen aus Groß-Nondorf einspielen, die wir heute vor einer Woche dort gemacht haben. Ja, wir haben jetzt Anfang Juni und befinden uns auf den Feldern der Versuchsstation Groß-Nondorf. Groß-Nondorf liegt im Nordwesten des Weinviertels und das Weinviertel ist gemeinsam mit dem Waldviertel eines der Hauptproduktionsgebiete für Erdäpfel in Österreich. Der Standort ist gekennzeichnet durch sehr fruchtbare und tiefgründige Tschernosenböden. Die Böden weisen eine sehr hohe Wasserhaltekapazität und eine sehr gute Siebfähigkeit auf und sind aus diesem Grund sehr, sehr gut für den Kartoffelanbau geeignet. Wir haben vor allem Speisekartoffeln im früh- bis mittelfrühen Reifebereich. Wir haben Verarbeitungskartoffeln, die für Chips und für die Pommes frites-Erzeugung geeignet sind. Und wir haben einen sehr umfangreichen Stärkekartoffelversuch mit 20 Objekten an dem Standort. Zusätzlich gibt es auch noch einen Spezialversuch, der sich mit der Stolper-Welke-Krankheit auseinandersetzt. Die sich ändernden klimatischen Bedingungen führen zu neuen Herausforderungen oder zu zusätzlichen Problemen, beziehungsweise bestehende Probleme werden dadurch nur verschärft. Und wir führen vor allem Kartoffelsortenversuche im Zuge der Wertprüfung durch. Es handelt sich dabei um die Prüfung neuer Zuchtstämme, die im Vergleich zu bereits bestehenden, etablierten, eingetragenen Sorten geprüft werden. Wir prüfen auf sehr, sehr viele relevante Merkmale, agronomische Merkmale, die für den Landwirt im Anbau wichtig sind, Krankheitsresistenzen, Trockenheitsresistenz wird natürlich auch immer größeres Thema und dann sind die Ertragseigenschaften natürlich von Relevanz, wie viele Knollen und zu welcher Qualität werden diese geerntet. Und nach dem Anbau und der Ernte am Feld erfolgen auch viele Untersuchungen auch noch im Labor, zum Beispiel die Kochtypfeststellung, die dann dafür notwendig ist, um eine neue Sorte einem Kochtyp festkochend, vorwiegend festkochend oder mehlig zuzuordnen, um dann dem Konsumenten diese Informationen mitzugeben, was er mit der jeweiligen Sorte dann in der Küche machen kann.
Weiters werden Verarbeitungsprüfungen durchgeführt. Wir haben eben einen Versuch, in dem Sorten und Zuchtstämme geprüft werden, die für die Erzeugung von Chips und von Pommes frites geeignet sind oder sein sollen. Und wir prüfen dann auch nach der Ernte, ob das Erntegut dieser Sorten die gewünschten Qualitäten auch bei der Verarbeitung in der Backprüfung erreicht werden. Wir führen diese Sortenversuche in der Form von Exaktversuchen durch. Das heißt, wir haben vier Parzellen in einem Versuch je Objekt. Die sind hier hintereinander versetzt und verschachtelt, sodass mögliche Bodenunterschiede dann rechnerisch gut ausgeglichen und kompensiert. Und diese Versuche sind 6 bis 8 Mal auf den wichtigsten Standorten in Österreich verteilt, in den wichtigsten Anbaugebieten wiederholt und angebaut. Das heißt, wir haben von diesem Standort aus 200 Knollen ein exaktes Ergebnis und haben von 5 bis 7 weiteren Versuchen dann Ergebnisse. Die Prüfdauer in der Wertprüfung beträgt 3 Jahre. Angebaut ist dieser Bestand am 8. April geworden. Der April war sehr trocken, aber am Anfang ist die Kartoffel aus der Knolle noch sehr gut versorgt. Das heißt, die Keimentwicklung und das Auflaufen hat sehr rasch erfolgen können. Im Anschluss daran war allerdings die Wasserversorgung bereits sehr knapp und das hat dann bis in den Mai hinein zur verzögerten Entwicklung geführt. Und wenn unter diesen Bedingungen dann auch die Wasserversorgung noch fehlt oder im Minimum ist, werden natürlich die Stressreaktionen verstärkt und es kann zu sekundären Problemen mit gewissen Schädlingen kommen, zum Beispiel mit der Stolper-Welke-Krankheit, die ja in diesen Gebieten in den vergangenen Jahren ein zunehmend sehr großes Problem geworden ist. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch bei dem Versuchsteam der Versuchsstation Großnondorf herzlich bedanken und auch bei allen anderen Versuchsstationen der AGES, die Kartoffelversuche durchführen. Wir führen diese Versuche an 6 bis 8 verschiedenen Standorten durch und die Teams da vor Ort, die führen eine sehr, sehr wertvolle Tätigkeit unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen durch und auch in der heurigen Corona-Problematik ist das Programm dennoch wie geplant abgelaufen. Wenn es einen Lockdown gegeben hätte bei den Versuchsstationen, würde man halt nicht vor so einem guten Kartoffelbestand stehen können. Ja, wir sind wieder zurück im Büro. Der Trend zu höheren Temperaturen und geringeren Niederschlägen zieht sich eigentlich durch den ganzen heutigen Vormittag mehr oder minder durch. Und auch meine Inhalte, die ich heute präsentieren möchte, haben mit dem Thema zu tun, werden dadurch verursacht oder zumindest verstärkt. Auf folgende 3 Punkte möchte ich zu sprechen kommen. Zum ersten die Drahtwurmproblematik. Als nächstes dann witterungs- bzw. hitzebedingte Knollen und Schäden und Mängel bzw. auf physiologischen Veränderungen, die dazu führen, möchte eingehen. Und als 3. Punkt sind die vektorübertragenen Krankheiten mit spezifischem Augenmerk auf die Kartoffelvirus das Thema. Was sind mögliche Ursachen und mögliche Maßnahmen? Der Konnex zu den höheren Temperaturen und zur Trockenheit. Die Schnellkäfer haben ja eine mehrjährige Entwicklungszeit mit mehreren Larvenstadien. Und bei höheren Bodentemperaturen wird diese beschleunigt und abgekürzt. Ja, und weil der Drahtwurm die Knolle als Wasserquelle benutzt, werden diese halt dann umso attraktiver, je trockener es ist und je weniger andere Feuchtigkeitsquellen im Boden verfügbar sind. Maßnahmen. Effektive direkte Maßnahmen in Form von Beiz- oder Pflanzenschutzmitteln stehen nicht bzw. nicht mehr zur Verfügung. Bei gewissen Mitteln ist die Registrierung nicht mehr verlängert worden.
Ja, und neue Mittel mit ähnlicher Wirksamkeit stehen aktuell leider nicht zur Verfügung. Alternative Behandlungsvarianten, die meist auf biologischer Basis sind, weisen unter Praxisbedingungen meist oder häufig keine ausreichend stabile Wirkung auf. So sind es verschiedene vorbeugende Maßnahmen, mit denen der Praktiker schauen kann, schauen wird, dass er das Befallsausmaß in erträglichem Rahmen hält und dem Drahtwurm das Leben möglichst schwer macht. Zum einen einmal die Flächenwahl. Wenn mehrere Flächen zur Auswahl stehen, wird man natürlich diejenigen für den Kartoffelbau heranziehen, wo in der Vergangenheit weniger Probleme vorhanden waren. Begrünungen sind im Zusammenhang mit der Drahtwurmproblematik kritisch zu sehen. Sie kommen nämlich dem Drahtwurm entgegen, weil er auf diesen Flächen bevorzugt und in Ruhe seine Eier ablegen kann und vor allem auch ungestört das erste Larvenstadium durchlaufen kann. Die Bodenbearbeitung. Wenn es bereits Drahtwurmprobleme auf einer Fläche gibt oder gegeben hat, ist es unter Umständen sinnvoll, auf Begrünungen zu verzichten und stattdessen eine mehrmalige flache Bodenbearbeitung durchzuführen. Bearbeitungstiefe von ungefähr 5 cm wird vermutlich ausreichen und diese Bearbeitungen sollten dann im zweiwöchigen Abstand zumindest zweimal, so die allgemeinen Empfehlungen, wiederholt werden. Und falls möglich, sollte das nicht nur vor der Kartoffel so gemacht werden, sondern mehrmals, wenn möglich, in der Rotation auf den entsprechenden Flächen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist der letzte, die frühe zeitgerechte Ernte. Die Erdäpfel sollten nicht länger als unbedingt notwendig im Boden belassen werden. Im Herbst hat der Drahtwurm oder im Spätsommer bis Herbst hat der Drahtwurm die Larve noch einmal sehr fraßaktive Phase. Und um dieser zu entgehen, sollten rote, bereite Bestände so früh wie möglich herausgenommen werden. Das gilt auch für andere Probleme, zum Beispiel Rhizoctonia-Problematik, die dadurch eventuell reduziert werden kann. Grundsätzlich gilt, der Acker ist kein oder ist ein schlechtes Erdäpfellager. Dann komme ich zum nächsten Themenbereich, die witterungsbedingten bzw. hitzebedingten Knollenmängel und Knollenschäden. Grundsätzlich nichts Neues ist, dass die Erdäpfel gemäßigtes Klima bevorzugen, gemäßigte Temperaturen und kontinuierliche Wasserversorgung. Die höchsten Zuwachsraten werden bei einem Temperaturbereich von eher knapp unter 20 Grad erzielt, sofern optimale Sonneneinstrahlungsbedingungen gegeben sind und eben die Wasserversorgung vorhanden ist. Und wie reagiert der Kartoffelbestand, wann diese Bedingungen nicht gegeben sind, beziehungsweise wann steigende Temperaturen vorhanden sind? Der Bestand reagiert einmal mit einer Reduktion der Assimilationsleistung und gingen dann die Temperaturen in Richtung 30 Grad oder darüber, dann geht die Energiebilanz sogar ins Negative, angelegte Reserven werden veratmet und wieder abgebaut. Für die Qualität mitentscheidend ist dann, was sie in der Erde bzw. im Damm abspielt. Dieser wird sich natürlich bei diesen Bedingungen auch sehr schnell erwärmen. Verstärkt wird es dann nur unter Situationen, wo die Bestände lückig sind oder wo der Bestandesschluss nicht erreicht werden konnte. Die steigenden Temperaturen
im Darm führen zu physiologischen Änderungen in der Kartoffelknolle. Die natürliche Keimruhe wird bereits im Darm gebrochen, vor allem bei anfälligen Sorten wird das der Fall sein. Es kommt dann zum Wiederaustrieb aus den Knollenaugen noch am Acker. Dazu zwei anschauliche Bilder, die im Rahmen unserer Sortenprüfung am Standort Fuchsenbichl aufgenommen worden sind. Hier sieht man, dass die Knollen aus den Augen wieder austreiben und lange Keime angelegt werden. Das Ganze ist aber nur der Beginn einer negativen Entwicklung. Problematisch wird es dann nämlich vor allem, wenn erneuter Wachstumsschub erfolgt durch erneute Niederschläge, durch gemäßigte Temperaturen und der Bestand sich nur in einem sehr vitalen Zustand befindet. Dann kann es richtig unangenehm werden, vor allem wenn der Bestand eben noch kräftig ist. Und das führt dann zu verschiedenen Problemen, Missbildungen, Wachstumsrisse, Hohlherzigkeit, Kindelbildung und Kettenwuchs sind nur exemplarisch hier angeführt. Es kann zu der Ausbildung einer zweiten Knollengeneration kommen. Im Zuge dessen kommt es bei der ersten Knollengeneration, es kommt zu einer Stärkeverlagerung von der ersten Generation zur zweiten, beziehungsweise innerhalb der ersten Generation vom Nabelende in Richtung Kronenende. Knollen verändern sich, es tritt Glasigkeit auf und die geerntete Ware ist dann eine inhomogene Partie mit Beeinträchtigungen für die Lagerfähigkeit und auch für die Speise- und Verarbeitungsqualität. Weitere Folgen können sein, dass die Lagereignung beeinträchtigt ist. Manche Sorten reagieren auch mit sogenannter Nabel-N-Fäule. Also Probleme an Probleme. Was sind die beeinflussbaren Faktoren? Welche Maßnahmen können ergriffen werden? Bei solch physiologischen Problemen ist natürlich der Boden immer mit im Spiel. Die Schaffung optimaler Bodenvoraussetzungen unterstützt die Bestände, stressresistenter zu werden. Und Probleme können dann eher überwunden oder treten vielleicht in geringerem Ausmaß auf. Die Sortenwahl ist ein Thema. Es gibt deutliche Sortenunterschiede. Und natürlich haben wir aktuelle Zugaben diese Eigenschaften massiv im Fokus. Die Selektion und Prüfung unter entsprechenden Bedingungen und der entsprechenden Umweltbedingungen ist eine wesentliche Voraussetzung, um neue Sorten dahingehend zu selektieren zu können. Und die heimische Züchtung, sprich die Nös, für die könnte hier eventuell ein Standortvorteil gegeben sein. Zumindest ist mitunter zu beobachten, dass Sorten, die in anderen Umweltbedingungen gezüchtet worden sind, die aus Westeuropa kommen, diese Standortanpassung oft nicht aufweisen. Es gibt auch die Möglichkeit des Einsatzes eines Wachstumsreglers. Eine Nachfrage bei Praktikern hat gezeigt, dass es sich eher um eine theoretische Möglichkeit handelt. Konkret geht es da um das Malainsäurehydrazid, ein keimhemmendes Mittel, das zum Feldeinsatz grundsätzlich geeignet ist. Bei sehr durchwuchsgefährdeten Sorten wird es auch im Weinviertel in der Praxis mitunter eingesetzt. Es ist aber so, dass das Timing für eine optimale Anwendung sehr eng ist und sehr schwierig ist. Deswegen findet es aktuell keine breitere Anwendung. Laufende Bestandeskontrollen sind natürlich immer
zu empfehlen, eventuell auch Temperaturkontrollen im Boden. Die sind auch insofern erforderlich, um Gefahren richtig und rechtzeitig einschätzen zu können und eventuell auch reagieren zu können. Mitunter ist nämlich eine kann es sinnvoll sein, eine vorzeitige Grautregulierung durchzuführen, um noch weitere Schäden zu unterbinden. Voraussetzung ist natürlich, dass eine bestimmte Mindestsortierung im bestehenden Bestand bereits gegeben sein muss. Soweit zu diesem Bereich. Ich gehe über zu den vektorübertragenen Krankheiten. Konkret geht es um Phytoplasmosen, nämlich Stolper-Welke-Krankheit und um die Kartoffelvirosen. Die Stolper-Welke-Krankheit ist eher ein neueres Thema. Umso aktueller und brisanter ist es in den wärmeren Anbaugebieten Österreichs. Es ist auch Gegenstand fast aller Fachtagungen und Weiterbildungsveranstaltungen. Die Kartoffelbauern unter Ihnen, gehe davon aus, sind bestens über dieses Thema informiert. Daher möchte ich aus Zeitgründen heute nicht näher darauf eingehen und ich wechsle zu den Viruskrankheiten, speziell zum Kartoffelvirus Y und darf da wieder eine kurze Sequenz von letzter Woche einspielen. Ja, die Kartoffel wird ja von vielen verschiedenen Krankheiten befallen oder kann von diesen befallen werden. Eine eigene Gruppe sind die Kartoffelvirosen und hier speziell wieder das Kartoffelvirus Y. Teilweise werden diese Virosen bereits mit den Pflanzkartoffeln aufs Feld gebracht. Hier haben wir ein exemplarisches Beispiel für eine Y-befallene Kartoffelpflanze. Es handelt sich hier um einen sogenannten Sekundärbefall, so bezeichnet man diese Virosen, die bereits mit der Pflanzkartoffel übertragen werden. Hier kommt es zu sehr frühen, massiven Symptomen. Das Y-Virus führt zu sehr starken physiologischen Störungen in der Pflanze. Sorten reagieren sehr unterschiedlich, sind unterschiedlich anfällig, aber manche Sorten weisen ganz massive Virussymptome auf. Das beginnt mit einer kümmernden Entwicklung, mit einem kümmernden Wachstum und führt dann zu Aufhellungen im Blattbereich. Man redet hier von Mosaikscheckungen und sowie zu rauen, welligen Blättern. Die Pflanzen reagieren mit einem Ertragsrückgang und auch mit einer minderen Qualität der geernteten Knollen. Ja, grundsätzlich zum Kartoffelvirus Y. Es wurde bereits einiges gesagt. Grundsätzlich ist das Kartoffelvirus Y die bedeutendste Virose bei Kartoffeln, jedenfalls in unseren Breiten und auf den europäischen Raum bezogen. Verbreitet ist er weltweit. Und in Österreich, dazu kommt jetzt auch eine Grafik, ist dieses Virus zu 90% für Aberkennungen, virusbedingte Aberkennungen, im Rahmen der Pflanzkartoffelzertifizierung verantwortlich, für die ja auch wir zuständig sind. Diese Grafik zeigt die virusbedingten Aberkennungsraten die letzten 19 Jahre und wir sehen eines, es gibt sehr starke jährliche Schwankungen zwischen 1% und 22%. Und wir sehen auch, dass die letzten Jahre hier wieder überdurchschnittlich, zumindest in zwei der letzten drei Jahre, wieder überdurchschnittliche Aberkennungsraten aufgrund von Virosen und aufgrund des Y-Virus erfolgt sind. Zur Biologie kurz, die Übertragungspfade sind einerseits das Pflanzgut, wie im Film schon angeschnitten, andererseits überragende Bedeutung in der Vegetationsperiode kommt den Blattläusen zu. Hauptüberträger ist die grüne Pfirsichblattlaus, die Kreuzdornblattlaus ist ebenfalls sehr wichtig, aber grundsätzlich und theoretisch sind
etwa 70 Blattlasarten in der Lage, das Virus zu übertragen. Es handelt sich um ein sogenanntes nicht persistentes Virus. Das heißt, ein Probestich dieser Blattlaus an einer befallenen Pflanze und ein weiterer kurzer Probestich an einer gesunden Pflanze reicht bereits aus, um das Virus zu übertragen. Die Möglichkeit für Insektizidmaßnahmen ist diesbezüglich daher etwas eingeschränkt. Der Wirtspflanzenkreis ist natürlich nicht nur auf die Kartoffel beschränkt, sondern umfasst fast alle Nachtschattengewächse, aber auch eine breite Palette aus der Beikrautflora und auch andere Kulturarten, wie beispielsweise die Zuckerrübe. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das Y-Virus in unseren Gebieten ziemlich allgegenwärtig ist und bei entsprechender Blattlausaktivität sind die Bestände natürlich entsprechend gefährdet. Was sind die Schadpotenziale und wovon hängen sie ab? Sorteneinfluss ist ein sehr hoher. Die Palette reicht von resistenten Sorten bis hochanfälligen Sorten. Der Infektionszeitpunkt, bereits angesprochen wurde, dass die massivsten Symptome gegeben sind, wenn bereits die Pflanzknolle befallen war und sich das Virus entsprechend manifestieren kann und von Beginn an seine schädliche Wirkung erzielen kann. Die Wachstumsbedingungen sind natürlich auch hier ein Faktor. Üppige, wüchsige Bestände zeigen meist schwächere Symptome. Wenn bereits andere Stressfaktoren vorliegen, sind die Symptome und die Schäden schwerwiegender. Ja, es gibt verschiedene Virusstämme. Darauf möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail eingehen, die unterschiedliche Symptome auch ausbilden. Und es gibt einen Y-Virus-Stamm, der sogenannte NTN-Stamm, der auch Knollensymptome verursachen kann, die sogenannte Ringnekrosen. Es folgen jetzt noch ein paar Abbildungen. Sehr deutliche und gute Virussymptome haben wir ja bereits in der Filmaufnahme gesehen. Hier ein eher leichtes Mosaik. Das handelt sich dabei um marmorierte, aufgehellte Blattbereiche, die mit normal grünen Bereichen wechseln. Eine sehr stark virusgeschädigte Pflanze, ähnlich jener, die wir im Film gesehen haben. Und auch hier handelt es sich um eine Pflanze mit sehr deutlichen Mosaik- plus Blattkräuselungssymptomen. Es gibt einen Virusstamm, allerdings mit keiner sehr großen Verbreitung, das die sogenannte Strichelkrankheit verursacht und zum vollständigen Absterben der befallenen Pflanzen führen kann. Eine Tabelle möchte ich zum Abschluss noch zeigen. Es handelt sich hier um eine Zusammenfassung der Ergebnisse privater Virusuntersuchungen, die zu uns eingeschickt werden, der letzten 5 Jahren. Und der Virusgrenzwert für zertifiziertes Pflanzgut liegt ja bei 10%. Darüber erfolgt Aberkennungen und diese privaten Proben haben zu im Durchschnitt über der Hälfte der Fälle diesen Grenzwert überschritten und ein erheblicher Anteil lag sogar über 30% schweren Virosen. Entsprechende Probleme beim Anbau solcher Knollen werden vorprogrammiert. Ich möchte daher mit dem Appell schließen, Vorsicht bei Pflanzgut mit unbekanntem Virusstatus. Ich möchte es verstärkend sogar sagen, Finger weg von solchen Partien. Ich danke für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein erfolgreiches Kartoffelanbaujahr 2020 und stehe natürlich für Ihre Fragen zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank, Josef, für deinen Beitrag. Ich würde dich bitten, dass du auch gleich wieder zu mir kommst für die Diskussion. Und zwar haben wir eine Frage bekommen. Die betrifft jetzt Drahtwurm. Hilft gegen Drahtwurmgelege die seichte Bearbeitung auf den Getreidestoppeln mit einem Strohstriegel? Bearbeitungstiefe ist mit so einem Gerät gering.
Ja, vermutlich wird es etwas helfen, ob die Wirkung ausreichend ist. Ich kenne keine konkreten Erfahrungen und Ergebnisse dazu. Eigelege wird es womöglich bekämpfen können, wenn sie vorhanden sind. Aber auch die frühen Larvenstadien werden wahrscheinlich nur wenig bekämpft werden können. Die Empfehlung, wie bereits vorhin gesagt, sind 5 cm Arbeitstiefe. Okay, herzlichen Dank. Dann noch eine weitere Frage, und zwar, wie ist der Ablauf und wie hoch sind die Kosten, wenn ich meine Kartoffeln bei der AGES auch für Rosen untersuchen lasse? Ja, der Ablauf ist recht unkompliziert. Wir brauchen von Ihnen eine Probe, die etwa 110 Knollen umfasst. Die wird dann bei uns auf die Virosen untersucht. Die Standarduntersuchung umfasst immer das Blattrollvirus und das Y-Virus, also die zwei wichtigsten in Kombination. Die Kosten betragen etwa 180 Euro für eine Untersuchung. Ja, Sie bekommen einen Prüfbericht zugeschickt und bei dringenden Proben informieren wir vorab auch telefonisch. Gut, herzlichen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann sage ich danke nach Linz und darf übergeben an unseren nächsten Referenten, den Herrn Dr. Georg Dersch. Ja, ich melde mich zurück, ohne dass ich mich zunächst ins Bild bringe, um meine Präsentation zu starten. Es geht ja an und für sich, um Ihnen in Erinnerung zu rufen, dass die elektronische Bodenkarte, die E-Bod, wieder adaptiert wurde und nun in einer verbesserten Form zur Verfügung steht. Und weiters werde ich auf das Thema Bodenerosion durch Wasser eingehen, weil wir im Rahmen der ÖPOL-Evaluierung eine Studie gemacht haben, mit der die räumliche Verteilung für alle Flächen in Österreich abgebildet wurde. Diese erste Karte ist für Sie entscheidend, weil Sie sich den Link zu der Bodenkarte ganz leicht merken können. Es läuft über bodenkarte.at und Sie kommen an und für sich noch in das Bundesamt und Forschungszentrum für Wald, wo an und für sich diese Karte liegt. Die Karte wurde in den vergangenen Jahrzehnten für ganz Österreich fertiggestellt. Es gibt nur noch ein Gebiet im Raum im niederösterreichischen Alpenvorland, das noch nicht fertig kartiert wurde. Mit dieser digitalen Bodenkarte steht diese Information mehr oder weniger online auf Knopfdruck zur Verfügung. In dieser ersten Karte, in dieser Übersichtskarte, sehen Sie die Bodentypen und in dem Raum Weinviertel, in dem wir uns jetzt befinden, oder nordöstliches Flach- und Hügelland, sehen Sie natürlich, dass dort die rot eingefärbten Flächen massiv überwiegen. Das sind die sogenannten Schwarzerden oder Tschernoseme. Im Alpenvorland haben Sie dann eher die braun eingefärbten Flächen, da haben wir dann überwiegend Braunerdeböden. Ich steige jetzt weiter in die Details ein. Es gibt eine Vielzahl von Informationen, die Sie ganz gezielt im Detail abfragen können. Das geht um Bodentyp, Ausgangsmaterial. Es geht um die Gründigkeit, das heißt die nutzbare Bodentiefe für die Wurzeln. Es geht um die Wasserverhältnisse. Es geht um die Wasserdurchlässigkeit. Es geht um die Wertigkeit für die landwirtschaftliche Nutzung als Ackerland oder als Grünland. Und zusätzlich sind auch die Eigenschaften des obersten Horizonts abgebildet, die Bodenart, also die Anteile von Sand, Schluff und Ton, der Humusgehalt vom Zeitpunkt der Kartierung ist enthalten. Durch Bewirtschaftungsmaßnahmen könnte natürlich das schon in geringem Umfang
verbessert oder verschlechtert worden sein. Der Kalkgehalt ist dargestellt. Der Kalkgehalt bleibt weitestgehend auch stabil. Natürlich über Jahrzehnte wird auch der Kalk weniger, weil er in tiefere Schichten verlagert wird. Und der pH-Wert ist auch enthalten. Weitere Karten, die die ganze Mächtigkeit des Bodens darstellen, sind die nutzbare Wasserkapazität, also das Speichervermögen für Niederschläge. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn ein Boden vergleichsweise wenig Wasser speichern kann, gibt es jetzt eine neue Karte für die welche Standorte hinsichtlich der Nitratauswaschung gefährdet sind. Es sind hier fast alle thematischen Karten aufgezählt, aber noch nicht alle. Im Folgenden zeige ich Ihnen nur ganz kurz das Weinviertel, wobei die Gegend um Großnondorf enthalten ist. Der Pfeil in der Mitte führt direkt zu der Versuchsstation im Raum Großnondorf. Ich habe Hollabrunn noch hervorgehoben, damit man sich orientieren kann. Rechts davon liegen keine Kartierungsergebnisse vor, weil das ist der Ernstbrunner Wald. Und auf der linken Seite kommen wir schon ins Waldviertel. Hier ist zum Beispiel die Stadt Horn eingezeichnet. Das heißt, man kann sich in dem Sinn einen guten Überblick verschaffen über die Bodenformen in den Regionen mit dem vorherrschenden Tschernosem. Wir haben in Weinviertel vereinzelt noch Braunerden und sogenannte Kolluvien, wo an und für sich Boden zum Hangfuß abgeschwemmt wurde. Nur ganz vereinzelt gibt es noch andere Bodenformen, wie zum Beispiel Gleie im Bulkautal, zum Beispiel an Flüssen oder Bächen. Das, was natürlich ganz wichtig ist und was ja bei den ersten Einstiegen auf die Versuchsstation Großnondorf schon dargestellt wurde, die Böden im Raum Großnondorf oder Weinviertel sind durchwegs tiefgründig und die konnten natürlich mit den langen Frühjahrstrockenheiten noch einigermaßen zurechtkommen. Das heißt, der große Vorteil eben von dieser Region sind durchwegs tiefgründige Böden. Das heißt, die Böden werden durchwurzelt bis zu einer Tiefe von einem Meter und darüber. Das heißt, wir sprechen Böden, die eine Durchwurzelungstiefe bis zu einem Meter haben, als tiefgründig an. Das heißt, von daher sind natürlich diese gute Voraussetzungen gegeben, pflanzenbaulicher Art. In dieser Karte ist schon das Nitratrückhaltevermögen dargestellt, das natürlich entsprechend groß ist. Diese Böden können Wasser speichern über 300 bis 400 Millimeter, das heißt 3 bis fast 400 Liter pro Quadratmeter bis zu einem Meter Tiefe. Bei einem mittleren Jahresniederschlag im Bereich von 520, 550 Millimeter kann an und für sich das Wasser weitestgehend gespeichert werden und es kommt nur ganz selten zu Verlagerung des Bodenwassers in tiefere Bodenschichten. Das heißt, mit dieser Karte kann man sich natürlich dann im Detail, das wird aber der Landwirt sowieso teilweise schon besser kennen, seine eigenen Standorte, gibt es natürlich auch sechgründige Böden, wo relativ geringe Niederschlagsmengen über den Winter ausreichend sind, um Nitrat in tiefere Schichten zu verlagern. In dieser Karte ist die Bodenart dargestellt. Hier überwiegen die blauen Einfärbungen, das sind vor allem lehmige oder schluffige lehmige Böden. Weiter im Süden sind durchwegs lehmige Schluffe. Das Hauptproblem dieser Bodenart ist natürlich, dass sie insbesondere leicht verkrusten bei Niederschlägen und dann die Wasserinfiltration vermindert wird.
Diese Böden sind natürlich auf der anderen Seite für Kartoffelanbau auch sehr gut geeignet. Diese Problematik der Erosionsgefährdung kommt dann in den nächsten Folien natürlich deutlich zum Ausdruck. Für die ÖPUL-Evaluierung müssen Ergebnisse geliefert werden, um wie viel der Bodenabtrag durch diverse Maßnahmen wie Begrünung oder Mulch oder Direktsaat vermindert wird. Das wurde mit einem allgemein in Europa üblichen Modell der überarbeiteten universellen Bodenabtragsgleichung durchgeführt, die im Rahmen der EU mit einer deutlich geringeren Auflösung von einem Raster von 100 mal 100 Meter für ganz Europa bereits errechnet wurde. Für die österreichischen Verhältnisse wurden im Rahmen dieser Studie die Starkniederschläge der letzten 20 Jahre aus den Daten der österreichischen Wetterstationen ausgewertet. Aus der Bodenkarte, die ich soeben präsentiert habe, wurde der sogenannte K-Faktor ermittelt. Das heißt, vor allem der Schluffanteil geht in die Berechnung ein, weil auf eher sandigen Böden es viel weniger zu einem Bodenabtrag kommt, weil der Niederschlag viel rascher in den Boden eindringen und einsickern kann. Weiters wurde natürlich die Hangneigung und im Besonderen auch die Hanglänge berücksichtigt. Aus dem digitalen Höhenmodell mit einer Auflösung von 10 mal 10 Meter. Und der Bodenbedeckungsfaktor spielt die größte Rolle, die vom Landwirt beeinflussbar ist. Auf Grünland ist der Bodenbedeckungsfaktor natürlich sehr massiv. Das heißt, der Faktor ist sehr niedrig mit 0,01. Das heißt, viele, viele erosionsgefährdete Standorte führen auch dort nicht zur Erosion. Wenn jedoch Kulturen wie Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln oder Zuckerrübe dort stehen, ist es natürlich von Vorteil, wenn die Saat mittels Mulch oder Direktsaat erfolgt, weil dadurch deutliche Verminderungen der Erosion erreicht werden können. In den folgenden Abbildungen sehen Sie die räumliche Verteilung der vorgestellten Faktoren im nordöstlichen Flach- und Hügelland. Die Berechnungen wurden vom Bundesamt für Wasserwirtschaft, Institut für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt Bitzenkirchen durchgeführt. Vor allem die Hügeln des Weinviertels weisen hinsichtlich des K-Faktors eine weit höhere Gefährdung auf als zum Beispiel der südliche Teil des nordöstlichen Flach- und Hügellandes. Wie ich schon gesagt habe, ist das vor allem durch die lehmigen, schluffigen Böden bedingt. In dieser Darstellung sehen Sie die räumliche Verteilung des LS-Faktors, also der Hangneigung und der Hanglänge. Und vor allem im mittleren Bereich des Weinviertels, eher östlich des Ernstbrunner Waldes und südlich des Ernstbrunner Waldes, haben wir die größten Probleme mit sehr hügeligen Lagen und entsprechenden Hanglängen. Im Raum Großnondorf ist die Erosionsgefährdung bei Weitem nicht so groß. Aber die letzten Tage haben uns auch gezeigt, dass wir in nicht so besonders gefährdeten Lagen wie im nördlichen Waldviertel bei entsprechenden Hanglängen und massiven Niederschlägen, dass es auch dort zu großen Bodenabträgen kommen kann. Der C-Faktor heißt die Bodenbedeckung. Wirklich gelbe Flächen sind an und für sich im nordöstlichen Flach- und Hügelland bei den hohen Getreideanteilen nicht so stark vertreten wie in anderen
Gebieten in Österreich, wie zum Beispiel dem Alpenvorland, wo der Maisanteil zum Beispiel höher ist. Jedoch ist in den letzten Jahren durch Ölkürbis oder auch durch Zunahme von Sojabohnenanbau der C-Faktor gleich geblieben bzw. auch leicht angestiegen. In dieser letzten Abbildung sehen Sie letztlich den Bodenabtrag pro Tonne und Hektar und Jahr, der im Rahmen des Modells ermittelt wurde. Es dreht sich hier darum, um einen mittleren Abtrag, der bei mittleren Bedingungen zustande kommt. Wir wissen natürlich, dass der Bodenabtrag nicht kontinuierlich erfolgt, sondern in einigen wenigen Jahren kommt es zu massiven Niederschlagsereignissen. Das heißt, wir haben möglicherweise im Verlauf von 20 Jahren nur etwa 2 bis 3 Mal einen deutlichen Bodenabtrag, der aber dann ganz massiv sein kann und dann zu diesen mittleren Bodenabträgen beiträgt. Es wurden über 2,3 Millionen Feldstücke mit diesem Modell errechnet und diese Daten wurden jetzt hier auch für diese Grafik entsprechend aufsummiert und dargestellt. Die Ergebnisse wurden vor kurzem im Blick ins Land unter der Überschrift Erosionsschutz muss verpflichtend werden für die Landwirte dargestellt. Es ist angedacht im Rahmen des nächsten Agrarumweltprogrammes, dass auf Standorten mit einer höheren Erosionsgefährdung aufgrund der natürlichen Voraussetzungen, sprich Hangneigung oder Hanglänge bzw. des K-Faktors, dass auf diesen Flächen Erosionsmaßnahmen stattfinden müssen oder andererweise auf diesen Gebieten, auf diesen Flächen dann die sogenannte UBB-Prämie nicht ausbezahlt werden kann, weil diese Bewirtschaftung dann nicht mehr als umweltgerecht interpretiert werden kann. Das sind die Maßnahmen, die für das nächste Agrarumweltprogramm in Vorbereitung sind. Und dazu dient diese Studie. Soweit mein Beitrag und ich stehe jetzt natürlich für Diskussion zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Dersch, auch für Ihren Beitrag. So, und zwar, wir haben eine Frage anschließend auf Ihren letzten Input zum Agrarumweltprogramm und den Erosionsmaßnahmen, wo gefragt wird, ob man da schon abschätzen kann, welche Maßnahmen das sein werden oder wie diese ausgestaltet werden. Haben Sie da einen Einblick? Können Sie uns da etwas mehr dazu sagen? Es ist auf jeden Fall auch angedacht, dass bei der Maßnahme Mulch und Direktsaat unterschieden wird, ob jetzt Mulchsaat erfolgt oder ob tatsächlich Direktsaat erfolgt, weil die Minderungen der Erosion bei Direktsaat wesentlich höher sein können, bis 90% Minderung im Vergleich zu einer Mulchsaat. Das heißt, im nächsten Agrarumweltprogramm sollte man dann wirklich angeben, führt man auf der Fläche Mulchsaat durch oder Direktsaat durch. Das sind schon Überlegungen, um diese Maßnahmen effizienter zu machen, beziehungsweise um diese auch besser evaluieren zu können. Mhm. Herzlichen Dank. Ich sehe so, wir haben jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann darf ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen für den Beitrag bedanken. Bitte. Oh, danke sehr. Ich darf Ihnen jetzt abschließend noch kurz ein paar Informationen übermitteln. Und zwar, ja, wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei unserem ersten AGES-Online-Feldtag dabei waren. Die AGES-Feldtage gibt, es gibt weitere AGES-Feldtage 2020. Den nächsten haben wir auch als Online-Veranstaltung geplant, und zwar am Montag, den 22. Juni.
Wenn es die aktuelle Situation und die Witterung zulässt, sind wir am 23. Juni in Hagenberg auf der Versuchsstation und dann im August haben wir noch einen AGES-Feldtag an der Versuchsstation Gleisdorf geplant. Nähere Informationen zu unseren Feldtagen finden Sie auch unter www.ages.at/akademie. Sie erhalten jetzt von uns im Anschluss an die Veranstaltung noch einen Feedbackbogen per E-Mail. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung zur Veranstaltung, weil wir gerne laufend unsere Veranstaltungen verbessern möchten. Sobald die Aufzeichnungen, die Videos und die Unterlagen online zur Verfügung stehen, werden Sie auch via E-Mail darüber informiert. Ja, am Schluss bleibt mir noch mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Teilnahme bedanken. Und vor allem auch ein großer Dank geht an die Landwirtschaftskammer, die Bezirksbauernkammer, alle Institutionen, Verbände, Vereine, Schulen, Absolventenverbände und an die Medien, die unseren Feldtag so großartig beworben haben. Herzlichen Dank dafür und auch danke an das gesamte Team für die Umsetzung des Feldtages. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und vielleicht dürfen wir Sie beim ein oder anderen Feldtag in Präsenz an unseren Versuchsstationen wieder begrüßen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.